warum war die denn jetzt so freundlich? An anderen Stellen haben sie gesagt, du wirst niemals zu uns kommen, Sterblicher. Und du wirst dein Schicksal nicht ändern können. Und jetzt sagt sie plötzlich, gut gemacht. Seltsam. Es ist fast so, als... Also das Opfer hier war das war völlig so gewollt, ne? Also dafür ist das alles ausgerichtet. Aber das wirkt, als ob die Schicksalsgöttinnen halt ihr eigenes Schicksal gesehen haben, indem sie von Kratos getötet werden und jetzt versuchen, ihm gut zuzureden, damit es eben nicht passiert. Vielleicht wollen sie ihm ja doch geben, was er will, um ihre eigene Haut zu retten. Weil sie wissen, er wird sie töten. Sie haben den Widderschlüssel erhalten. Großartig. So, dann machen wir mal hier die Tür auf. Und scheinbar sind die Schicksalsgöttinnen auf unserer Seite. Aber Kratos ist ja jetzt grundsätzlich gegen alle Götter. Ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Wir sind jedenfalls auf der Seite der Titanen. Oder, naja, wir sind nicht gegen alle Götter, sondern eher gegen Zeus an sich. Und, da wir auf der Seite der Titanen sind und sehen, was Zeus und die anderen Götter den Titanen angetan haben, könnte es sein, dass wir uns immer mehr auf die Seite der Titanen schlagen und irgendwann alle Götter zur Hölle wünschen und fahren lassen wollen, nicht wahr? Und nicht mehr nur Zeus. Schwer zu sagen. Okay, wir haben jedenfalls den Widderschlüssel. Die Kamera richtet sich wunderbar gleich so aus, damit man es sieht. Und jetzt können wir da hinein. Sehr schön. Sie haben die Tür mit dem Widderschlüssel aufgeschlossen. Naja, warum das jetzt die Tür aufgeschlossen hat, da irgend so ein knorkiges Ding ranzuhalten, weiß ich auch nicht so recht. Hier, was haben wir hier? Stacheln an der Wand. Das sieht sehr schlecht aus. Okay, wir haben volle Energie. Das sieht so aus, als ob uns das verfolgen wird und wir auf der anderen Seite dieses Ganges irgendetwas tun müssen. Ja. So wirkt es. Was ist das? Oh, da kommt doch schon... Die kommt doch schon an. Guck mal, das dreht sich doch schon. Oh, nee, von der anderen Richtung aus. Was denn du? Niemals wirst du in unseren heiligen Tempel gelangen, Kratos. Da, was denn du? Niemals wirst du in unseren heiligen Tempel geraten, Kratos. Und eben spricht sie mir noch gut zu. Es ist natürlich... Also es gibt ja mehr als eine Schicksalsgöttin. Es sind ja die Schicksalsgöttinnen. Vielleicht spricht mir wirklich eine gut zu, um zu hoffen, dass ich nicht so rachsüchtig bin und sie nicht töten will. Und die andere versucht mich zu demotivieren. Die gehen beide verschiedene Herangehensweisen probieren sie aus. Und keins von beiden wird funktionieren. Kratos lässt sich nicht demotivieren und auch nicht einschüchtern. Und er lässt sich auch nicht betören. Okay, so, jetzt müssen wir einmal so machen, weil ich weiß nicht, wie weit das andere noch entfernt ist. Das ist immer relativ knapp. Also so viel Platz haben wir gar nicht mehr. Die bewegen sich zwar langsam, aber sie bewegen sich aus beiden Richtungen. Und von daher doppelt so schnell, als wir vielleicht wahrnehmen wollen. Das ist ziemlich eng jetzt schon geworden hier, aber gut. Es geht. Die Frage ist natürlich immer, das war jetzt ein fairer Test. Das war jetzt wie eine Jigsaw-Falle. Wenn du es schaffst, diesen Test zu bestehen, überlebst du. Du musst halt Opfer bringen. Es war ja jetzt keine Hinrichtung. So etwas könnte man natürlich auch inszenieren. Die Schicksalsgöttinnen hätten diesen Gang ohne Ausweg, ohne Gegner so machen können, dass man daran stirbt. Ohne jeden Ausweg. Aber das hier war eben eine faire Prüfung. Du weißt nicht, was du tust. Es gibt viel wichtigere Dinge als deine Rache. Zeus hat getan, was er tun musste, um den Olymp zu beschützen. Gaia spricht nichts als Halbwahrheiten und Lügen. Also wir haben hier Ares, dann haben wir... Oh, kann man sich die angucken? Oh, sehr schön, dann muss ich nicht raten, wer es ist. Alles zerstört, für das er steht. Wo ist denn hier das R1 gewesen? Oder ist das nur bei... Na, also, das ist Ares, der Kriegsgott, den wir getötet haben. Genau, Ares, der gefallene Gott des Krieges. Hier ist Zeus, König der Götter. Das, Poseidon, Gott der Meere. Das ist Helios, Sonnengott. Und da ist Hades,
Gott der Unterwelt. Und hier ist natürlich Athene, die mit uns spricht. Müssen wir die kaputt machen? Können wir die kaputt machen? Das sieht so aus, das wirkt so. Was würde der Bildschirm nicht wackeln? Oder? Oder nicht? Oder doch? Nee. Scheinbar können wir sie nicht kaputt machen. Gut, oh. Na, guck mal. So eine besondere Kiste. Einfach nur, weil man dahin nicht geht. Es ist einfach nur außerhalb des... außerhalb der Kamera. Das ist cool. Das sind Verstecke. Wenn man da erstmal drauf kommt, dann findet man hier ziemlich gute Sachen. Na schön. Dann werden wir jetzt hier mal fix durchbrechen. Und machen halt die Statue nicht kaputt. Was soll's. Okay. Also, wir müssen hier durchfliegen. Aber das können wir, glaube ich, nicht vernünftig. Ach so, wir müssen gar nicht durchfliegen. Auch gut. Ich war eigentlich der Meinung, wir müssten durchfliegen und halt dafür sorgen, dass hier erst vorher noch so ein paar Luftströme aktiv sind, aber wir müssen gar nicht fliegen. Ist gar nicht nötig. Wir haben auch eben einen Raum gesehen, in dem was Besonderes versteckt war. Jetzt weiß ich aber nicht, wie man da hinkommt. So. Weil hier sind wir ja schon am, hier sind wir ja schon angekommen. Das kann es ja nicht sein. Entweder wir schaffen es von hier aus oder wir gehen nochmal zurück. Es sieht nicht so aus, als ob wir das von hier aus schaffen. Wir gehen mal nochmal zurück. Denn ich glaube, an der einen Kante können wir uns runterfallen lassen oder auf die gegenüberliegende Seite springen. Also da, wo sich die Kamera jetzt gerade befindet. Glaube ich zumindest. Nee, das sieht so aus, als ob man von unten kommt. Lass den mal fallen. Jaha! Wusste ich doch. Sehr schön. Gut, okay. Ausgetrickst, Spiel. So, noch mehr Erfahrung. Und noch ein Gorgonenauge nehme ich an. Jawohl, sehr schön. Nur noch eins, dann kriegen wir noch mehr Energie. Und ich finde, wir haben jetzt schon recht viel. Aber wir dürfen nicht vergessen, letzte Episode hatte ich ganz schön Probleme mit den Zyklopen. Wenn da so viele aufeinander kommen, aufeinandertreffen, dann ist es mitunter schon ziemlich stressig. Also dürfen wir nicht unterschätzen. So viel, also wir sind jetzt auch nicht unsterblich, ne? So, was ist denn das hier? Ich springe erstmal runter, weil... Oh, ah! Na toll. Wir springen erstmal runter. Eigentlich wollte ich ja gar nicht runterspringen, ne? So, was passiert denn, wenn wir den Hebel ziehen hier? Okay, dann kommt auf der Seite Feuer raus. Und ich denke mal, wenn wir den Hebel ziehen, kommt auf der anderen Seite Feuer raus. Was ist das hier? Die Mäuren fordern ein Feueropfer. Ah. Ah. Okay. Warum sollte ich denn, den Mäuren jetzt gehorchen und ein Feueropfer machen? Boah. Okay, wie soll das denn bitte funktionieren? Okay, vielleicht so? Ah ja, der ist ein bisschen gestunt. Sehr schön. Okay, ein Drittel. Wenn das kein Drittel ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn ihr von mir erwartet, dass ich vier Gegner mache, ist es Bullshit. Verdammt Kratos, wie kann man denn so scheiße im Kopf sein? Nein, nein, nein. Das ist Bullshit. Sie stand drin. Ah, was für ein Quatsch. Ich hasse sowas. Mann, ey. Und anstatt einfach den Hebel zu ziehen, läuft Kratos einfach mal dreimal drumherum, ne? Anstatt einfach den scheiß Hebel zu ziehen. So. Das sind jetzt zwei Drittel. Also wir müssen nur noch ein einziges Feueropfer machen. Jetzt stellt sich mir wieder die Frage, was hat denn ein Gott von einem Feueropfer? Warum wollen die denn ein Feueropfer? Was, auf welche Art und Weise hilft ihnen das? Es ist halt nur ein Test, ne? Ein Feueropfer. Lecker Suppe. Wir holen uns erstmal noch ein bisschen Energie hier. Und irgendwie sieht die Wand hinter der Truhe verdächtig aus. Finde ich. Da können wir gar nicht hingehen. Ist ja interessant. Okay, gut. Dann hat sich das mit verdächtiger Wand auch gehabt. Dann gehen wir halt hier ein bisschen tauchen. So. Ab mit dir. Geil. Okay. Was ist denn das hier? Sehr viele Stacheln. Ich glaube, hier muss man relativ vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob man auch durch das Berühren von Stacheln Schaden nimmt.
Da bin ich mir nicht so sicher. Oder nur, wenn man drauf fällt oder wenn sie irgendwo rausschießen. Ich weiß es nicht. Aber wir sind jetzt erst einmal hier. Und das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. So, wir haben definitiv einen Rätselbereich und wir sehen, hier ist ein eingefrorener Vogel mit einem eingefrorenen Hebel. Oder? Nein, den können wir ziehen. Okay, und wenn man den zieht, dann spuckt er Feuer. Gut, aber wir können den Vogel nicht bewegen, weil die Funktion ist eingebrannt. So, hier ist ein Spiegel. So, der kann Licht reflektieren. Und damit können wir, wo auch immer gerade Licht einfällt, hier, damit können wir andere Dinge auftauen. Denn, aus irgendeinem Grund taut Licht Dinge auf. Ich weiß auch nicht warum. Aber hier ist, glaube ich, Licht. Nein, hier ist kein Licht. Wie war denn das? Hier ist irgendwo Licht. Glaube ich. Vielleicht irre ich mich auch. Gut, dann werden wir einfach mal versuchen, diese Hebel hier zu bewegen und gucken, was da passiert. Damit bewegen sich nämlich hier diese Dinger. So, einer für jede Ebene. Und jetzt werden wir mal gucken, das Symbol ist einfach zu finden. Das ist ein konkaver Spiegel. Da werden sich schön Sachen drin spiegeln und reflektieren und so. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Ja, die anderen Symbole stimmen auch überein. Das hilft uns aber, glaube ich, nicht. Den Spiegel oben können wir nicht drehen. Ich glaube fast, dass wir den Spiegel an einer bestimmten Stelle haben müssen, weil sich der Spiegel hier oben nicht drehen lässt. Oh, warte, wir können erstmal hier lang. Genau. Also den Spiegel an der Wand müssen wir, glaube ich, in einer bestimmten Position haben, weil wir den oberen Spiegel eben nicht drehen können. Da kommt ein Lichtstrahl runter. Genau. Das haben wir jetzt gebraucht. Ich war der Meinung, der ist schon da, der Lichtstrahl. Jetzt haben wir hier einen Lichtstrahl. Wunderbar. Und hier haben wir noch einen. Wir werden also genug Lichtstrahlen haben, um alle Eisklötzer in diesem Raum hier zu schmelzen. Denn es ist... Genau, jetzt habe ich überhaupt die beste Antwort. Es ist göttliches Licht. Und das ist sehr eindeutig. Da werden wir den Spiegel hinstellen müssen. Es ist einfach göttliches Licht. Und es hüllt die Umgebung in Wärme. So, weil göttliches Leben, göttliches Licht das Leben darstellt und dafür steht und so und ja, ne? So ungefähr. So, den schieben wir mal darüber. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir den hier in das Licht reinstellen. Oh, hier haben wir ja schon Licht. Wo leuchtet denn das hin? Na, auf dem Boden. Gut, das ist jetzt wenig spektakulär gewesen. Ey, komm. Wirklich, ich muss die an... Ach, fick dich, Spiel. Warum muss ich denn hier jetzt von der anderen Seite kommen? Was für ein Bullshit. Oder muss ich erstmal hier hin? Wir gehen erstmal hier hin und schmelzen das Eis. Wunderbar, wir haben einen Minotaurus aufgetaut. Das war ja wirklich lohnenswert. Warum taue ich irgendein gefährliches Höllenvieh auf? Naja, gut. Wir sagen jetzt einfach mal nur Höllenvieh, so gefährlich war es jetzt nicht. Es ärgert mich trotzdem, dass wir nicht einfach über die andere Seite gehen können. Warum muss ich denn hier jetzt den langen Weg gehen? Das ist doch lächerlich. Hier können wir vielleicht auch nochmal was machen. Auch nochmal reflektieren. Nee, hilft alles nichts. Wir müssen jetzt hier den langen Weg gehen. Denn das ist ja so lustig. Das ist ja auch ein sehr tolles Spielelement. Dadurch wird das Spiel viel besser, wenn ich hier den langen Weg gehen muss. So. Guck mal, jetzt ist auf diesem Symbol das Licht drauf. Das heißt, wir müssen den Spiegel dahin drehen. Und natürlich wegen der hervorragenden Kamera können wir nur raten, wo das ist. So, da muss noch... Ah, ich sehe ihn jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, er muss noch zwei weiter. Müssen wir mal gucken. Eins und zwei. Gucken wir mal. Ja. Das ist das richtige Symbol. Okay, vielleicht drehen wir die anderen einfach andersrum. Das geht schneller. So, dann achten wir mal hier auf das Symbol. Das passt nicht.
Ah, das müsste das hier sein. Genau. Manche Symbole tauchen auch zweimal auf. Also man kann hier auch ein bisschen verarscht werden. So, das geht nicht. Aber das geht. Okay, hat funktioniert. Und jetzt ist der Vogel aufgetaut. Damit haben wir hier dieses Rätsel jetzt eigentlich gelöst und können den Vogel jetzt überall dahin schieben, wo wir ihn haben wollen, um alles aufzutauen, was es in diesem Raum zu sehen gibt. Und da werden hin und wieder mal Gegner drin sein. Da wird hin und wieder ein bisschen Loot drin sein. Und ich glaube, hin und wieder ist gar nichts drin, weil man gerne verarscht wird. Ich spiele Spiele, um verarscht zu werden. Ja, hier nicht. Das ist das Geilste, was es gibt. Das ist das Einzige, was ich nicht alleine machen kann. Verarschen. Oh, guck mal da. Das ist natürlich auch interessant. Das haben wir gar nicht gesehen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, wie wir überhaupt in diesen Raum gekommen sind. Ach, vielleicht schon von... Ja, natürlich schon von hier. Aber wir sind einfach nicht nach hinten gelaufen, weil man es nicht gesehen hat. Die Kamera kann einen so verarschen und einen so leicht irgendetwas nicht sehen lassen. Im Umkehrschluss kann sie ganz leicht dafür sorgen, dass man etwas sieht. Gut, das ist eigentlich nichts Besonderes. Aber dieses Nicht-Sehen-Können, das ist so einfach. Wahnsinn. Aber gut, es gibt hier ein vernünftiges Gameplay-Element, damit man alles sehen kann. Und daher ist es nicht ganz so dramatisch. Komm schon, Vögelchen. Spuck ein bisschen Feuer für mich. Sag mal, ein Vogel, der Feuer spuckt, ist doch wahrscheinlich ein Phönix, nicht wahr? Ein Phönix ist doch eigentlich der einzige Feuervogel, den es gibt. Man sagt zwar immer so, das ist der Vogel, der zwar aus dem Feuer geboren wird, aber wenn man schon aus Feuer geboren wird, dann sollte man auch Feuer spucken können, finde ich. Das ist eigentlich das Mindeste. Übrigens noch eine interessante Sache, die ihr vielleicht gar nicht gesehen habt, aber während ich den Vogel hier im Kreis drehe, bewegen wir uns praktisch auf einer Spirale nach oben. Ihr seht hier, den untersten Teil der Symbole sieht man gar nicht mehr, weil wir uns praktisch nach oben bewegen. Wie auf einem großen Gewinde, auf einer Spirale halt, auf einer Schraube, wenn man so will. Ich weiß nicht, warum das so ist oder warum das wichtig ist. Vielleicht geht der Raum auch erst dann auf, wenn wir uns bis ganz nach oben gedreht haben. Und das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass wir die Tür auftauen. Also vielleicht schon, aber vielleicht muss man beides machen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Vielleicht soll das auch einfach verhindern, dass wir hier die ganze Zeit hin und her bewegen, wenn wir uns nicht entscheiden können. Vielleicht geht es auch einfach darum, ne, dass man jetzt nicht hier 10-mal im Kreis fährt. Und, sondern dass man einfach nur so lange drehen kann, bis man am Ende angekommen ist. Jetzt machen wir das mal nochmal mit dem Feuer. Jetzt am letzten Punkt. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwas bringt. Scheinbar nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur eine kleine witzige Sache, die man mit eingebaut hat und die überhaupt nicht spielrelevant ist. Ich habe keine Ahnung, aber es ist etwas, was schon mal auffällt. So. Hier sind wir jetzt jedenfalls fertig. Und können weiter zu den Mäuren gehen, die sich ja selber nicht so sicher sind, ob sie Kratos jetzt anfeuern wollen, um eine Audienz bei ihm zu kommen, oder ob sie ihn zur Hölle wünschen wollen.